Ich bin ein benutztes Feuchttuch, was heute Morgen vom Nebel belästigt wurde und mein Schlafsack klamm gemacht hat. Das war voll geil gewesen. Das kann ich nur empfehlen. Wie viele Tropfen hast du abbekommen? Ja, da, hier ist eine nasse Stelle vom Schlafsack. In dieser Unterlegplane, da war eben gerade eine ganz große Pfütze drauf. Und die habe ich dann einmal ausgekippt und die war hier unter meinem Schlafsack. Genau hier hat sich so richtig heftige Pfütze gebildet. Und es scheint so auszusehen, dass hier schon wieder eine Pfütze reinläuft, weil es will einfach nicht aufzuhören zu regnen. Voll versifft und mein Schlafsack ist hier vollkommen klamm und nass und es regt mich voll auf. Das ist voll scheiße. Aber wir haben nur noch, 10 Stunden oder so. Oder 9 Stunden vielleicht. Jetzt gerade wird es erst interessant. Die letzten Stunden müssen überlebt werden. Das ist ganz wichtig. Der Regen muss weg. Der Regen muss mehr. Es muss stürmen, damit wir bessere Aufnahmen haben. Wir brauchen viel mehr Blitze und viel mehr Erdbeben. Es langweilt mich im Regen. Und Wölfe und Wildschweine und Elche und sowas brauchen und wir auch. Wie geht's deinem Vollfettpickel in der Nase? Entscheidet ihr. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie fett ist der noch? Der ist so tief, dass man ihn nicht ausdrücken kann. Und er will einfach nicht verschwinden.